Max Planck ist eine der ganz großen Figuren der deutschen Geschichte, der als Physiker im 19. und 20. Jahrhundert Großes geleistet hat, von dem wir heute alle profitieren. Leider wissen wir sehr wenig über Planck. Wir wissen vor allen Dingen sehr wenig von dem, was er gedacht hat, was er geschrieben hat. Und ich möchte in der folgenden Stunde versuchen, Ihnen das Werk von Planck näher zu bringen. Sein Leben spielt sich ab zwischen Lieben und Leiden, seine Wissenschaft zwischen Triumph und Tragik. Was die Wissenschaft angeht, so hat er den wahrscheinlich größten Durchbruch vollziehen können, den einem Physiker gelingen kann. Er hat eine ganz neue Art der Physik auf die Beine gestellt, und zwar genau im Jahre 1900, als er das berühmte Quantum der Wirkung entdeckt hat, aus dem heraus eine völlig neue Beschreibung der Natur gelungen ist, die ungeheure Konsequenzen hat, auf die ich noch eingehen werde. Das Tragische daran ist, dass Planck seiner eigenen Entdeckung eigentlich nie getraut hat. Er wollte sie eigentlich wieder verschwinden lassen. Er hat dabei nämlich etwas entdeckt, dass die Natur Sprünge macht, dass es Unstetigkeiten gibt und dass etwas Schwierigeres mit den Energiesätzen, die in der Natur eine Rolle spielen, auftaucht. Das wollte er nicht. Also er hat den größten Triumph nur als tragische Erkenntnis über die Natur erleben können und war sein Leben lang unzufrieden mit dem, was er eigentlich geleistet hat. Was das Lieben und Leiden angeht, so hat er sehr früh sich verliebt in eine Frau, die er dann auch geheiratet hat als 29-Jähriger. Sie hat ihm 4 Kinder geschenkt, und das Tragische ist, sowohl seine Frau als auch alle seine 4 Kinder sind vor ihm gestorben, und zwar manche auf dramatische Weise, auf das ich noch eingehen werde. Planck war ein genialer Physiker, Planck war ein großer Philosoph und ein gründlicher Politiker. Er hat auf all diesen 3 Ebenen Großes geleistet, und jedes Mal, wenn ich an sein Lebenswerk denke, habe ich das Gefühl, ich sollte mich vor ihm verneigen, ich sollte ihm dankbar sein, und ich möchte Sie einladen, Max Planck näher kennenzulernen, vor allen Dingen dadurch, dass wir seine eigenen Worte hören. Planck hat bis kurz vor seinem Tode, er ist als 89-Jähriger gestorben, sich größte Mühen unterzogen, um Vorträge zu halten. Er wollte, dass die Menschen sein Denken kennenlernen. Er wollte, dass die Menschen etwas über die Wissenschaft erfahren. Er hat sich vor das Publikum gestellt und dabei wunderbare Texte entworfen, die sozusagen philosophierend über die neue Physik erzählen. Leider werden diese Texte nicht gelesen. Sie werden nicht gelesen von seinen Kollegen, weil die Kollegen sich mit Fachpublikationen beschäftigen. Sie werden nicht gelesen von Philosophen, weil die Philosophen allgemeinverständliche Texte nicht lesen. Das ist sozusagen unter ihrem Niveau. Dabei würden sie sich bei Planck allerdings sehr irren. Und sie werden nicht gelesen vom Publikum, weil sie kaum zugänglich sind oder in Ausgaben, die viel zu teuer sind. Aber es lohnt sich, Planck kennenzulernen. Er ist ein großer Teil unserer Kultur, also ein ganz wichtiger Mann, sozusagen der deutschen Geschichte, und ich möchte Sie ermutigen, Planck kennenzulernen. Er hat sich viele Gedanken über die Frage gemacht, wie man überhaupt Wissenschaft vermitteln kann, und er ist jahrzehntelang der Meinung gewesen, dass Wissenschaft eigentlich überhaupt nicht populär sein kann. Denn wie soll man jemandem, der nie in einem Laboratorium gewesen ist, der nie die Mühe einer theoretischen Rechnung sich vorgenommen hat, erläutern, was da eigentlich passiert, wie verzweifelt man in der wissenschaftlichen Vorgehensweise ist? Planck glaubte auch nicht, dass es leicht ist, die exakte Sprache, die die Wissenschaft erlernen muss, in einer allgemeinen, verständlichen Weise zu übermitteln. Wenn zum Beispiel in der Physik von Beweisen die Rede ist oder von Nachweisen, dann ist das ein sehr präzise gemeinter Begriff, der ganz bestimmte Regeln und Genauigkeiten enthält, die natürlich im allgemeinen Sprachgebrauch verschwinden. Was wird da nicht alles bewiesen? Auf was wird nicht alles hingewiesen? Wofür gibt es nicht alles Evidenz, wenn wir im Allgemeinen uns verständigen? In der Wissenschaft ist das anders, und deshalb ist es sehr, sehr schwierig, Wissenschaft zu vermitteln. Und eigentlich war Planck der Meinung, dass Wissenschaft ihrem Wesen nach unpopulär ist. Aber natürlich, die Wissenschaftler selbst sind nicht unpopulär. Er wollte populär sein, er wollte vor die Leute treten, er wollte den Leuten erklären, den Menschen erklären, was er eigentlich macht, was er denkt und was dabei herauskommt, wenn jemand wie er und seine Kollegen über Atome nachdenken, wenn sie über Raum und Zeit nachdenken, wenn sie gewissermaßen das Weltbild entwickeln, auf deren Basis dann unsere Gesellschaft sich weiterentwickelt oder auch sogar wirtschaftliche Erfolge erzielen kann. Das ist bei Planck alles gegeben. Er durchlebt eine spannende Zeit der deutschen und europäischen Geschichte, und es lohnt sich auf jeden Fall, mehr über ihn zu wissen. Er ist so ein Mann, der nicht nur so zwischen Lieben und Leiden, Triumph und Tragik steht, sondern überhaupt zwischen zwei Welten. Er ist geboren in der Mitte des 19. Jahrhunderts, genauer 1858, durchlebt gewissermaßen die Epoche einer Kaiserzeit, ist ein fest überzeugter Anhänger der preußischen Grundidee, der preußischen Staatsidee,
und stirbt 1947, also nicht nur nach einem Ersten Weltkrieg, sondern auch nach einem Zweiten Weltkrieg, nach einer grauenhaften nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, die sich dazwischen etabliert hat. Und das alles mit der Weimarer Republik zeigt, was ein ungeheurer, widerspruchsvoller und katastrophenreicher Lebensweg im Hintergrund von Planck, was für katastrophale und widerspruchsvolle Ereignisse sich im Hintergrund des Lebensweges von Planck abgespielt haben. Die zentrale Stelle findet genau in der Mitte für ihn statt, nämlich im Jahre 1900, als er entdeckt, dass die herkömmliche Physik des 19. Jahrhunderts, die er bewundert wie kein anderer, eigentlich nicht hinreicht, um ein ganz einfaches Phänomen zu erklären. Das einfache Phänomen besteht darin, dass man einen Körper, den man erhitzt, dann dadurch beobachten kann, wie er dann anfängt zu glühen und zu strahlen. Also viele kennen das noch aus unserer Kindheit, wenn Sie einen Kohleofen, einen Koksofen haben und haben ein Stück Brikett, oder Sie können in der Moderne an ein Stück Metall denken. Wenn Sie das Stück Metall erhitzen, dann wird das erst nur warm und heiß, dann fängt es an zu glühen, erst glüht es so ein bisschen rötlich, dann glüht es so ein bisschen gelblich und dann glüht es so weißlich und dann schmilzt es. Und Physik möchte erklären, wie die Wellenlänge des Lichtes, das von diesem erhitzten Körper ausgeht, mit der Temperatur, die dieser Körper hat, zusammenhängt. Im 19. Jahrhundert war unter genauesten, vielfältig wiederholten Messungen erkundet worden, dass es dafür ein allgemeines Gesetz geben musste. Die Strahlung ist unabhängig vom Material. Die Messkurve, die Temperatur und die Strahlung, die Lichtwellenlänge verbindet, ist unabhängig davon, ob ich Eisen nehme, ob ich Briketts nehme oder ob ich irgendeinen anderen Körper nehme. Und da musste ein universales Gesetz dahinter versteckt sein. Und Planck wollte dieses universale Gesetz entdecken. Und er machte dazu im Jahre 1900 die merkwürdige Annahme, dass die Wechselwirkung zwischen dem Licht und der Materie nicht kontinuierlich stattfindet, sondern sprunghaft vor sich geht. Das ist der berühmte Quantensprung, dass die Materie, die erwärmt wird, kann die Energie als Licht nicht durch ein kontinuierliches Fließen abgeben, sondern nur sprunghaft durch diese berühmten Quantensprünge, die heute jeder benutzt, der sich im Ökonomischen umsieht und dann auf irgendeiner Aktionärsversammlung behauptet, dass das Unternehmen kurz vor einem Quantensprung steht. Da sieht man wieder genau das Problem, das Planck immer angesprochen hat, nämlich dass die Wissenschaftssprache und die öffentliche Sprache eigentlich nicht zueinander finden können. In der Wissenschaftssprache ist ein Quantensprung das Kleinste, was man tun kann. Er geht meistens in einen Grundzustand und dann verharrt das System anschließend in diesem Grundzustand für alle Zeiten fest. Genau das will ja ein Unternehmen nicht. Es will ja einen großen Sprung nach vorne in eine aktive, dynamische Phase. Das heißt, der Quantensprung des Volkes ist das Gegenteil des Quantensprungs von Planck. Aber das ist das Problem, wenn man versucht, Wissenschaft zu vermitteln. Trotzdem kann man natürlich nachdenken über das, was das menschliche Denken möglich macht, was das menschliche Denken sozusagen Lust macht auf Quantensprünge oder was bei Planck Unlust machte auf Quantensprünge. Er wollte diese Quantensprünge nicht. Er wollte nicht, dass die Natur sich unstetig verhält. Und er hat diesen Vorschlag, dass der Energieaustausch zwischen der Materie und dem Licht unstetig vorgeht, nur in einem Akt der Verzweiflung durchgeführt. Allerdings, dieser Akt der Verzweiflung war sehr erfolgreich. Man konnte anschließend tatsächlich erklären, was passiert, wie das Licht zustande kommt, das durch Erwärmung der Materie induziert wird. Und man hatte insgesamt die Möglichkeit, eine ganz neue Art der Physik aufzustellen, auf die ich noch etwas näher eingehen werde. Das hat ihn auf der einen Seite gefreut, denn was kann einen Physiker mehr freuen, als dass er eine erfolgreiche Theorie über die Wirklichkeit des Materiellen liefert? Es hat ihn aber auch geärgert, weil tatsächlich seine ursprüngliche Vorstellung einer kontinuierlich immer stetig gegebenen Natur dadurch verschwunden ist. Es war eine Lücke plötzlich da und über diese Lücke konnte man nichts wissen. Und das ist eine merkwürdige Grundeinstellung, die Planck der Wissenschaft geliefert hat, ohne sie wirklich voll akzeptieren zu können. Eine ungeheure, spannende Situation, die ihn wirklich beschäftigt haben muss. Er war sozusagen seelisch dauernd angespannt, trotz seiner großen Leistungsfähigkeit. Und übrigens, dass die Physiker selbst mit dieser Entdeckung nicht so zurechtgekommen sind, obwohl sie ja eigentlich die Jahrhundertentdeckung darstellt, sieht man daran, dass Planck
den Nobelpreis für diese Entdeckung nicht sofort oder ein Jahr danach bekommen hat, sondern erst 18 Jahre später. Das heißt, man hat 18 Jahre daran gezweifelt, ob das, was Planck da entdeckt hat, tatsächlich ein Phänomen, eine Erscheinung der Natur ist. Dann hat man das erkannt und ihm den Nobelpreis für Physik gegeben, wobei er sogar derjenige Nobelpreisträger geworden ist, jetzt als erster für ein neues Fach ausgezeichnet worden ist, das man heute in allen Universitäten hat, das man theoretische Physik nennt. Planck ist insofern nicht nur der Entdecker des Quantums, sondern der Entdecker einer neuen Art von Physik, die wir heute eben theoretische Physik nennen. Und er hat den Weg bereitet für alle diese großen Leute, die nach ihm gekommen sind, wie Albert Einstein, wie Werner Heisenberg, wie Wolfgang Pauli, wie Niels Bohr. Aber Planck war der Erste. Planck hat gezeigt, dass es eine theoretische Physik geben kann, dass man mit mathematischen Methoden und mit dem systematischen Nachdenken etwas über die Natur erfahren kann, in Verbindung natürlich mit dem Experiment. Und auf diese Weise hat er auch das ganz Allergrößte geleistet. Bevor wir uns Plancks Reden, Plancks Denken zuwenden, doch noch vielleicht ein paar einfache Zusammenfassungen seines Lebens. Also er ist geboren im Jahre 1858 in Kiel. Er hat dann studiert Physik und das vor allen Dingen in München und mit einem Wechselspiel nach Berlin, wo damals die großen Professoren wie Hermann von Helmholtz waren. Er ist hat aber das Studium der Physik abgeschlossen in München, musste dann ein paar Jahre auf seine erste Stellung warten, die ausgerechnet ihm seine Heimatstadt Kiel ermöglicht hat. Von Kiel ist er dann nach Berlin gegangen im Jahre 1889, erst als außerordentlicher Professor und dann von 1892 als ordentlicher Professor. Und dann beginnt die große Zeit von Max Planck in Berlin. Max Planck ist eigentlich derjenige, der die Berliner Physik groß gemacht hat. Er steht für die Hauptstadt Berlin, obwohl ich glaube, sein Herz hat eher doch für München geschlagen. Aber er war halt dann in Berlin, hat in Berlin die große Rolle gespielt und ist bis 1945 in Berlin geblieben, also von 1890 an bis 1945 durch alle Unbilden hindurch. Dann im Verlauf der kriegerischen Handlung des Zweiten Weltkriegs musste er die Stadt verlassen, ist nach der Katastrophe von 1945 in Göttingen angesiedelt worden und hat da dann bis 1947 gelebt und ist in Göttingen dann gestorben. Er ist, wie ich sagte, einer der großen Begründer der theoretischen Physik. Aber um das zu werden, musste er ein paar merkwürdige Hindernisse überwinden. Zunächst mal das Hindernis, dass er eigentlich als Schüler mehr musisch begabt war. Er konnte fantastisch Klavier spielen. Er hat auch eine kleine Operette komponiert. Er konnte gut singen. Er hat den Studentenchor organisiert, den Schülerchor organisiert. Und die Frage ist nur, wie kommt so jemand wie er zur Physik? Das Rätsel wird größer, wenn man bedenkt, dass er bei der Nachfrage bei einem berühmten Professor an der Münchner Universität die Auskunft bekommen hat, gerade nicht Physik zu studieren. Das ist die berühmte Geschichte, die Max Planck selbst einmal erzählt hat. Als er 1924 einen Vortrag an der Universität München gehalten hat, hat er folgende Anekdote vom Anfang seines Studiums erzählt. Als ich meine physikalischen Studien begann und bei meinem ehrwürdigen Lehrer Philipp von Jolly wegen der Bedingungen und Aussichten meines Studiums mir Rat erholte, schilderte mir dieser die Physik als eine hochentwickelte, nahezu voll ausgereifte Wissenschaft, die nunmehr, nachdem ihr durch die Entdeckung des Prinzips der Erhaltung der Energie gewissermaßen die Krone aufgesetzt sei, wohl bald ihre endgültige stabile Form angenommen haben würde. Wohl gäbe es vielleicht in einem oder dem anderen Winkel noch ein Stäubchen oder ein Bläschen zu prüfen und einzuordnen, aber das System als Ganzes stehe ziemlich gesichert da und die theoretische Physik nähere sich merklich demjenigen Grade der Vollendung, wie ihn etwa die Geometrie schon seit Jahrhunderten besitze. Seine berühmte Geschichte, über die immer wieder geschmunzelt wird, die immer wieder zitiert wird. Und ich kann mir vorstellen, wenn man im Auditorium gewesen wäre und hätte Planck dabei zugehört, man hätte wahrscheinlich das Blitzen und das Lächeln gesehen in seinem Gesicht. Es muss ihn gefreut haben, dass er diesen Rat seines Lehrers widerlegen konnte. Planck war sein Leben lang, also ein guter Musiker, ein begeisterter
Bergsteiger. Und er hatte das besondere Vorteil, dass er eine Frau geheiratet hatte, die einen reichen Vater hatte, der ein wunderschönes Haus in Bad Tölz hatte. Und von da aus konnte er immer seine Wanderungen und Planungen machen. Er war in diese Marie Merck sehr verliebt. Allerdings, sie hat ihm 4 Kinder geschenkt. Allerdings, das hatte ich schon eingangs angedeutet, das Leben insgesamt ist, so glücklich es am Anfang für den 30-jährigen, 40-jährigen Planck war, dann später immer schwieriger geworden. Ich möchte das Tragische und das Leidende in Plancks Leben wenigstens kurz skizzieren, nachdem er, das ihn von Anfang an seine Familie bedrückt hat. Also zunächst mal ganz früh schon ist sein Bruder in der Schlacht bei Sedan 1870-71 gefallen. Dann sehr früh stirbt leider schon seine Frau, nämlich 1900. Und im Ersten Weltkrieg fällt sein erster Sohn. Jetzt hat er noch die 3 Kinder, nämlich die Zwillinge, 2 Zwillinge und den Erwin. Und diese Zwillinge heiraten etwa in dieser Zeit des Ersten Weltkriegs. Und da passiert nur etwas besonders Tragisches. Beide sterben bei der Geburt ihres ersten Kindes. Und Planck muss das sehr erschüttert haben. Er ist völlig verzweifelt. Es gibt einen Besuch von Albert Einstein, wo er sagt, dass Planck eigentlich überhaupt nicht mehr ansprechbar ist, sozusagen sich ganz nach innen zurückgezogen hat, etwa in den 1920 Jahren. Er findet seinen Trost nur darin, dass er die beiden Kinder gemeinsam auf einem Friedhof in Berlin bestattet, damit sie wenigstens sozusagen in der Ewigkeit zusammenkommen können, was ihnen im Leben nicht gelungen ist. Dann seine ganzen Hoffnungen richten sich auf seinen zweiten Sohn Erwin. Übrigens, er heiratet nach dem Tod seiner ersten Frau wieder, bekommt von dieser zweiten Frau auch noch einen Sohn, zu dem er sich aber nie geäußert hat. Es ist offenbar so, dass Plancks ganzes Interesse oder ganze Vaterliebe den Kindern aus der ersten Ehe gehört. Das könnte man ihm jetzt zum Vorwurf machen. Und das wird ihm auch zum Vorwurf, als nämlich, man muss es ihm auch zum Vorwurf machen, denn als zur Zeit der Nationalsozialisten der zweite Sohn Erwin, der unter dem Vorgänger von Hitler, von Schleicher, eine politische Karriere gemacht hat, dann im Rahmen des Attentats am 20. Juli verhaftet wird und zum Tode verurteilt wird, ist Planck in großer Aufregung. Er glaubt noch vollständig an die Unschuld, an die Unbeteiligtheit seines Sohnes Erwin und versucht, sein Lebenswerk den Nationalsozialisten anzubieten, um seinen Sohn zu retten. Er weiß nicht, dass der Sohn auf einer Liste gestanden hat, die für politische Ämter nach dem Sturz der Nationalsozialisten vorgesehen war, sodass er für die Nationalsozialisten ein Feind war. Und er versuchte in einem letzten verzweifelten Brief an den Reichsführer SS Heinrich Himmler um das Leben seines Sohnes Erwin zu bitten. Und indem er das tut, fügt er hinzu, dass nur Erwin die große Tradition der Familie fortsetzen kann. Der Sohn aus der zweiten Ehe sei dazu nicht in der Lage, weil offenbar er die Qualität nicht hat, die Planck von ihm erwartet. Das ist natürlich an einen Menschen wie Himmler, der von einem Herrenvolk träumt, das falsche Signal. Es wird überhaupt nichts passiert und tatsächlich wird Erwin Planck von den Nationalsozialisten einfach ermordet. Als Planck die Nachricht von der Ermordung seines Sohnes erhält, schreibt er einen Brief an den Physiker Arnold Sommerfeld, in dem er seine Trauer ausdrückt. Und ich kann diesen Brief bis heute nicht hören oder lesen, ohne dabei von Rührung überkommen zu werden. Mein Schmerz ist nicht in Worten auszudrücken. Ich ringe täglich aufs Neue, um die Kraft zu gewinnen, mich mit dieser Schicksalsfügung abzufinden. Denn mit jedem neu anbrechenden Morgen kommt es wie ein neuer Schlag über mich, der mich lähmt und mir das klare Bewusstsein trübt. Und es wird lange dauern, bis ich wieder völlig ins seelische Gleichgewicht komme. Denn er bildete einen wertvollen Teil meines eigenen Lebens. Er war mein Sonnenschein, mein Stolz, meine Hoffnung. Was ich mit ihm verloren habe, können keine Worte schildern. Neben diesem unfassbaren seelischen Schmerz muss Planck noch zur selben Zeit an einer Verkrümmung der Wirbelsäule leiden. Er muss ungeheure
schwierige Tage durchmachen, hat große Schmerzen und eigentlich würde man denken, dass jemand wie er sozusagen um das Ende seines Lebens bittet, aber er ist ja gläubig in dem soeben geschilderten Sinne. Er glaubt, dass es sozusagen ein himmlisches Reich gibt, das sich über uns erhebt und zu dem man sozusagen das Verdienst erwerben muss, hinzukommen. Er schreibt dann 1946 wieder an Arnold Sommerfeld: Ich gehöre nicht zu denen, die sich erbittern lassen. Ich denke an eine andere Welt, die sich himmlisch über diese hier erhebt und die wir uns jederzeit flüchten können und wollen. Und auf diese Weise versucht er, seine Leidensfähigkeit oder sein Leiden einigermaßen zu übertragen. Er möchte auch nicht, dass die Verbrecher, die seinen Sohn umgebracht haben, oder die Verbrecher, die überhaupt in Deutschland die Oberherrschaft gewonnen haben, dass die irgendeinen einen Einfluss oder auf die Nachwelt haben. Er möchte zeigen, dass Deutschland und die Deutschen etwas sind, das wertvolle Schätze der ästhetischen und wissenschaftlichen Art hervorbringen kann. Und er möchte darauf bestehen, dass wir ein Kulturvolk sind. Und er hat ja auch zu diesen Schätzen vor allen Dingen beigetragen. Ich möchte jetzt den größten Schatz, den Planck uns hinterlassen hat, nämlich das berühmte Quantum der Wirkung, doch noch einmal kurz vorstellen. Es ist eigentlich eine etwas schwierige, raffinierte Geschichte. Es geht darum, wie ich das schon angedeutet habe, um die Farben, die von einem Körper ausgehen, der erwärmt wird. Das klingt zunächst mal nach einem albernen Problem, aber Planck wusste aus der Tradition des 19. Jahrhunderts, dass sich da ein universales Gesetz verbergen musste. Und er hat die großen Physiker der Berliner Universität zu sich nach Hause eingeladen, um die genauesten Messdaten zu bekommen. Es gab merkwürdigerweise zwei Theorien für das Licht, das ausgesendet wird. Eine Theorie konnte sozusagen erklären, was bei kurzen Wellenlängen passiert, und eine Theorie konnte erklären, was bei langen Wellenlängen passiert, aber die beiden Theorien vertrugen sich nicht. Es zeigte sich eine merkwürdige Messkurve, die aber nur auf den Flanken erklärt werden konnte, aber der Mittelteil, der war nicht hinzubekommen. Und Planck musste jetzt irgendeine Annahme machen. Und die Annahme, die er machte, war, er führte eine mathematische unstetige Größe ein. Das ist dieses Quantum der Wirkung. Er führte es zunächst mal als eine mathematische Größe ein, in der Annahme, in der Hoffnung quasi, dass es sich nicht um Physik dabei handelt, sondern nur um einen mathematischen Trick. Am Schluss wollte er diese mathematische Konstante gegen Null gehen lassen, um sie gewissermaßen nur als Hilfsgröße in die Theorien einzuführen. Tatsächlich erwies sich das nicht als möglich, und derjenige, der gezeigt hat, dass das nicht möglich ist, das war Albert Einstein. Albert Einstein hat das aber erst im Jahre 1905 getan, und als Einstein das publizierte 1905, hat zunächst mal auch niemand besonders hingehört. Der einzige, der wirklich hingehört hat auf die ersten Publikationen von Albert Einstein, war Max Planck. Und deshalb sagt man manchmal, dass Max Planck zwei Entdeckungen gemacht hat, nämlich das Quantum der Wirkung und Albert Einstein. Weil Albert Einstein war ja bei der Publikation seiner Arbeit ein unbekannter Angestellter an einem kleinen Patentamt im schweizerischen Bern und nicht ein großer Physiker an einer großen Universität in der Hauptstadt Berlin. Aber der große Planck liest die Arbeit von dem Einstein und sagt, das ist wichtig, und dadurch ist Einstein plötzlich ein akzeptierter Physiker. Es ist ein kleines Rätsel, warum Planck so begeistert war von dieser Arbeit oder von Einsteins Arbeiten, weil doch Einstein eigentlich gezeigt hat, dass das, was Planck als mathematische Hilfsgröße eingeführt hat, nämlich das Quantum der Wirkung, physikalische Wirklichkeit ist, was Planck eigentlich nicht wollte. Warum war Planck trotzdem von Einstein so begeistert? Ich glaube, dass man dazu eine andere Dimension der Physik anschauen muss. Eins der spannendsten Fragen, um die es im 19. Jahrhundert ging, das klingt jetzt sehr einfach und albern, wenn ich das sage, aber das war mal eine spannende Frage, und wir können uns ja auch mal irgendwann überlegen, welche spannenden Fragen wir heute nicht beantworten können, aber die dann in 100 Jahren beantwortet werden können, wenn sie dann problemlos sind. Die spannende Frage im 19. Jahrhundert war: Gibt es Atome oder gibt es Atome nicht? Also besteht Wasser aus Molekülen oder ist das sozusagen eine Kontinuum, eine Einheit, eine Substanz, eine Flüssigkeit? Besteht die Luft aus Molekülen oder ist das ein einheitliches Gebrasel? Besteht die Welt aus Atomen oder ist das die Welt größtenteils ein durchgehendes Ganzes? Heute sagen wir klar, die Welt besteht aus Atomen.
Aber damals war auch klar, dass damals sagte man, man kann Atome nicht sehen und was ich nicht sehen kann, interessiert mich nicht. Ich betrachte nur die Erscheinungen, die ich messen kann. Also die Temperatur eines Gases, den Druck eines Gases, das Volumen eines Gases, das nennt man dann Phänomenologie. Also man betrachtet die Phänomene und versucht, diese Phänomene in einer geeigneten Weise zu ordnen. Die Physiker haben überlegt, man müsste doch versuchen, diese Phänomene, also die Temperatur eines Gases, erklären zu können aus den Bestandteilen dieses Gases. Aber was sind die Bestandteile? Und gibt es jetzt Atome oder gibt es nicht? Kann man statistische Physik treiben oder muss man phänomenologische Physik treiben? Und das war eine spannende Frage im 19. Jahrhundert. Und die meisten Physiker hatten sich entschieden. Zum Beispiel Ernst Mach war gegen die Atome, Ludwig Boltzmann war für die Atome. Nur Planck schwankte. Planck war mal für die Atome, war gegen die Atome, mal hielt er die Atome für wichtig, mal hielt er die Atome für unwichtig. Und eigentlich wusste er es nicht. Und dann kam so, als er dann das Quantum der Wirkung 1900 formulierte, dann macht nur Sinn, wenn er die Existenz von Atomen voraussetzt. Weil ja dann, wenn das Atom dann einen Quantensprung macht, nicht die Materie, sondern das einzelne Atom. Und dieses einzelne Atom hat er jetzt, setzt aber dann voraus, dass es wirklich Atome gibt, aber er wusste es nicht. Er war zweifelnd. Es gab keinen Beweis. Und wenn man jetzt aber hinschaut, was Albert Einstein 1905 gemacht hat, er hat nicht nur etwas über das Licht gesagt, er hat nicht nur die Relativitätstheorie aufgestellt, sondern er hat auch bewiesen in einer dritten, vierten Arbeit, die aber nicht so oft zitiert wird, dass es Atome wirklich gibt. Und ich glaube, dass Planck einfach erleichtert war. Jetzt hatte er sich sozusagen auf die richtige Seite gestellt. Er hatte sich sozusagen zu den Atomen bekannt und Einstein konnte beweisen, dass es die wirklich gibt. Jetzt war er erleichtert. An dieser Stelle hat er dann keinen Fehler gemacht. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass in der Physik eben auch Gefühle eine Rolle spielen, dass man Ängste haben kann, dass nicht nur eine Rationalität da ist, sondern dass man auch Mut haben muss, sich zu bekennen. Und Planck hatte den Mut, sich zu den Atomen zu bekennen, aber die Angst, dass es doch sich als falsch herausstellen könnte, die Angst konnte ihn dann Einstein nehmen und seitdem war dann klar, wie man mit diesen, also wie man jetzt mit der Physik weiter fortfahren könnte und wie man die Atomphysik entwickeln konnte mit dem Quantum. Und bei diesem Quantum tauchen allerdings eine Menge Probleme auf, denn wie kann man die Unstetigkeit in den Griff bekommen, wie kann man das in den Griff kommen, was da zwischendurch abläuft, wie der Quantensprung selbst vollzogen wird. Und dann ist natürlich auch so, mit diesem Quantensprung und der Natur taucht ein ganz neues Problem auf. Die Natur im 19. Jahrhundert wurde von der Naturwissenschaft als etwas beschrieben, zu dem ich gar keinen... Die Beschreibung wurde so abgehalten, dass der Beobachter selbst in der Beschreibung nicht vorkam. Also das nennt man dann Objektivität. Es ging nur um das Objekt des Atoms, das Objekt eines Gases, das Objekt einer Flüssigkeit. Und die Wissenschaft war objektiv in dem Sinne, dass in der gesetzmäßigen Darstellung dieser Physik das Subjekt, also der Beobachter, der Experimentator, nicht vorkam. Das ging jetzt nicht mehr. Denn wenn ich jetzt von dem Atom etwas wissen will, muss ich mit dem Atom Kontakt aufnehmen. Ich muss mit dem Atom also mindestens ein Quantum der Wirkung austauschen, denn es ist das Kleinste, was passieren kann. Und dabei nimmt das Atom ein Quantum auf oder gibt ein Quantum ab und ist dadurch ein anderes. Mit anderen Worten, das beobachtete Atom ist etwas anderes als das unbeobachtete Atom. Ich weiß aber nur etwas vom beobachteten Atom und dadurch muss der Beobachter mit in die Physik hinein. Die Physik ist nicht mehr objektiv, seit es das Quantum der Wirkung gibt. Und das hat sowohl Planck als auch Einstein gewurmt. Denn jetzt wird plötzlich die Frage nach dem, wie die Natur kausal funktioniert, anders. Sie funktioniert ja in dem Moment nicht mehr kausal ohne mich, sondern mit mir. Ich greife in die Natur ein, übrigens, was wir im großen Stil tun. Also wir greifen in die Welt ein, aber wir haben immer gedacht, wir greifen nicht in ein atomares Geschehen ein, wir greifen nicht in den unmittelbaren elementaren Prozess ein, der zum Beispiel zur Abgabe von Strahlung gehört. Jetzt gehört das aber dazu und jetzt fängt Planck an, sich Gedanken zu machen und spätestens seit dem Jahr 1908, also zu seinem 50. Geburtstag, fängt er an, Philosoph zu werden und sich über philosophische Gedanken, philosophische Vorträge zu halten. Er spricht über die Einheit des physikalischen Weltbildes, über den Kampf der Physik um die Weltanschauung, aber vor allen Dingen immer wieder um die Frage, was ist eigentlich Kausalität? Das Spannende an der Kausalitätsfrage ist ja, mit dem Hinblick auf das, was er über Gott gesagt hat,
Ist das Leben, was wir führen, durch Kausalität, durch Naturgesetze bestimmt? Oder gibt es in dem Rahmen der Determiniertheit durch die Gesetze noch meine Freiheit, in der ich mich bewegen kann? Kommt die Freiheit dadurch zustande, dass ich Wechselwirkungen eingehe? Habe ich gewissermaßen durch Quantensprünge Freiheiten? Oder ist da doch irgendeine Determinierung, eine Festlegung der Kausalität? Was ist die Kausalität in der Natur? Wie kann ich das verstehen? Und da denkt Planck immer wieder darüber nach. Und er hat sehr viele Vorträge darüber gehalten. Und ich möchte jetzt mich vor allem auf einen konzentrieren, den er 1932 in London gehalten hat. Ich weise auf London hin, weil Planck derjenige deutsche Wissenschaftler war, der immer wieder, auch schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg und dann später, auch noch zur Zeit der Nationalsozialisten und sogar nach dem Zweiten Weltkrieg vom Ausland eingeladen worden ist. Planck galt im Ausland als die deutsche Stimme, der anständige Deutsche, und er hatte auch viel zu sagen. Er hatte vor allen Dingen sich viel Gedanken gemacht eben über diese Frage der Kausalität. Konrad Lorenz hat gesagt, der Unterschied zwischen Ereignissen, die nur zeitlich nacheinander ablaufen, stattfinden, oder solchen, die kausal bedingt nacheinander ablaufen, ist die Frage, ob zwischen ihnen Energie übertragen worden ist. Das ist der Energieübertrag. Bei Tag und Nacht wird keine Energie übertragen und bei Blitz und Donner wird Energie von der elektrischen Entladung übertragen. Die elektrische Entladung überträgt in der Energie, die sich akustisch als Donner und visuell als Blitz zeigt. Da ist Kausalität gegeben, aber nicht bei Tag und Nacht. Man muss immer nach dem Energieübertrag suchen. Ich wünschte, Planck hätte das gewusst und sich jetzt noch dazu äußern können. Er hat das nicht gewusst, er ist nicht auf die Idee gekommen, aber er hat auch andere Probleme mit der Kausalität, denn früher war Kausalität etwas einfach. Früher heißt in der Statistik, in der traditionellen klassischen Physik, jetzt ist sie zu einem statistischen Problem geworden. Damit muss er umgehen und das versucht er jetzt zu untersuchen durch die neue Atomphysik und durch die Thermodynamik, die Wärmelehre, die mit vielen Teilchen agiert, ist die Kausalität nicht mehr ganz so einfach zu machen. Was ihn natürlich interessiert ist, wo das Ende der Kausalität ist, bei dem Versuch, das Verhalten von Menschen zu erläutern, das, was wir freien Willen nennen, was wir unsere Handlungsentscheidungen nennen. Ich glaube, dass diese Sätze von Planck jeder Neurobiologe, der heute nochmal die Frage zwischen Determiniertheit und Willensfreiheit diskutiert, lesen sollte, kennen sollte, dann würde 99,9% der Diskussion, die wir heute zu diesem Thema führen, überflüssig. Planck hat das alles schon gesagt, Planck hat das wunderbar gesagt und wir sollten von Planck lernen. Es lohnt sich, von Planck zu lernen, es lohnt sich, Planck zu lesen, und diese Präsentation hier ist der Versuch, Sie dazu ermutigen. Planck lohnt sich. Planck verbindet so viele verschiedene Welten. Die aristokratische Zeit des Wilhelminismus, die demokratische Zeit der Weimarer Republik, die traditionelle Sicht der Physik, die kreative, konstruktive Physik der Quantenmechanik. Man verbindet auch eine kausale Ordnung, die er aus seiner physikalischen Welt übernommen hat, und die Möglichkeit, sein Leben selbst zu bestimmen. Planck ist gewissermaßen eigentlich ein großes Vorbild für uns als Physiker, als Politiker, als ein Denker, auch meinetwegen als Pädagoge und vor allen Dingen als Mensch. Ich glaube, wir sollten ihn wieder zur Kenntnis nehmen. Wir können viel von ihm lernen und ich möchte mich immer noch vor ihm verneigen.